Wir machen wieder einen fliegenden Wechsel im neuen Stiftreport. Wir nehmen den gerade hier raus. Den Fallout Boltliner von Tie2Design. Ja, die haben coole Verpackungen. Vor allem, die müssen nur einmal eine Verpackung designen, ne? Oder zwei, drei vielleicht, und passen für alle Stifte, egal wie groß. So, wir machen hier gerade weiter. Wieder mit einem Tie2Design, aber mit dem Tagliner. Etwas größer. Und mal etwas anders aufgebaut. So, hier sehen wir gleich, der geht so in Richtung, ja, im Vergleich zum Lamy ist der auch nur noch so ein Zentimeter kürzer. Wir messen mal schnell hier. Wir haben hier 12,8, ja, wir merken schon, ihr seht, das Ding hat einen Magnet da drin. Sogar ziemlich starken. Also auch wieder 5-Inch-Klasse. Ne? Hier haben wir hinten kein Drücker oder ähnliches. Dafür wieder einen fest verbauten Clip. Gefällt mir sehr gut. Wir haben vorne einfach eine Kappe, die abzuziehen ist. Die hier einfach magnetisch drin ist und vom Design genauso wie hier drunter. Nur ein bisschen breiter. Ja, zieht es also schön an. Denke ich auch nicht, dass man den verlieren kann mit einem starken Magneten. Muss man natürlich für sich entscheiden, ob man immer alles mit starken Magneten haben will. Es gibt diese kleinen Taschenlampen, die hinten inzwischen Magnete haben. Und hier sind natürlich auch Magnete. Ist alles kein Problem im Alltag. Man muss immer noch ein bisschen aufpassen, wenn du vielleicht eine mechanische Uhr trägst. Ne? Magnetismus ist immer sehr schlecht für mechanische Uhren. Aber cool, ich denke für einen Stiftesammler auch mal was anderes. Oder jemand, der gern schreibt oder eine Titan-EDC-Sammlung sowieso hat, ist das einfach mal was anderes. Schauen wir mal schnell, was dieser bringt. 26 Gramm, ja, also ich meine, Titan ist ja nicht wirklich schwer. Was haben wir schon gesagt? Er hat 5-Inch-Klasse. Wir schreiben mal schnell und schauen uns hier die Tintenpatrone an. Also hier kann ich schon sagen, da wird wahrscheinlich die gleiche Tintenpatrone drin sein, denn das Schriftverhalten ist bei allen gleich. Vielleicht mal in einer größeren Ausführung. So, wo machen wir den auf? Ah, auch hier vorne. Ja, ist auf jeden Fall eine gutflüssige Tinte. Hier vorne können wir wieder das Stück abschrauben, wo das geriffelte, der geriffelte Bereich ist. Wir haben ein schön langes Gewinde, das ist schön. Ah ja, selbe Marke und Geschichte, bloß hier in Großausführung. Oh, ah, okay. Hier ist der Magnet, wird einfach hier über die Mine gepackt. Das ist ja interessant, das ist ein kleiner Supermagnet. Und diese Spitzen sind ja eh auch das Metall. Da klebt das ja schon mal von Haus aus ganz gut dran. Ne? Perfekt. Muss man natürlich beim Wechseln aufpassen, dass du den nicht vergisst. Das ist natürlich cool gelöst. Genau. Dann schraubst du das Ding einfach nur wieder hier rein und fertig. Schön fest definierter Anschlag. Zack, Deckel wieder drauf. Ha, cooles System. Ja, gut. Der Tie2Design Tagliner. Auch der wird im TFG-Account. Im TFG-Shop unter Secondhand auftauchen, obwohl neu und unbenutzt, hier ein bisschen für Video bespielt. Ne? Also würde ich sagen, ganz interessante Alternativen hier wieder aus Amiland für das als Schreibutensil, für das EDC-Stiftesammler, Titansammler. Für uns Nerds halt, die gerne cooles Zeug mit sich rumtragen. Okay, jetzt haben wir uns aber kurz gehalten. Ich sage danke fürs Einsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß beim Schreiben.